Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part. Let's Play Shimmika mit Tensei 5. Ich bin der Samusimafix. Wir machen jetzt erstmal was richtig, richtig Schönes. Und zwar ist es Zeit, jetzt erstmal schön zu fusionieren. Und zwar werden wir niemand anderen als den guten Odin fusionieren. Danach haben wir noch ein bisschen hier was zu tun. Einiges sogar. Eigentlich wollten wir mal mit der Hauptstory weitermachen, aber irgendwie kommen wir nicht dazu. So viel Action, so viel Abenteuer. Genau. Jetzt ist Zeit für Odin Ragnarsson oder irgendwie so ähnlich, so oder so ähnlich. Oh, und da haben wir übrigens, was ist das, Mara? Ah, cool, da braucht man auch die Valkyrie. Ja gut, das sieht mir nicht. Den will ich nämlich haben. So, Odin-Tor, Tor ist ein bisschen schade. Oh, ich bin am überlegen. Schau ich an, eigentlich ist er besser. Schau mal, was er für Skills hat. Gungir, bitte, gewaltige physische Schaden bei einem Gegner. Okay, das ist geil. Für eine geringe Trefferrate, nicht gut. Aber Treffer sind garantiert kritisch. Das ist natürlich gut, aber nicht treffen ist schwer. Schwer physischer Schaden bei allen Gegnern und gewaltiger Elektroschaden, nicht unbedingt besser. Nee, da bin ich jetzt, um ehrlich zu sein, enttäuscht. Weil ich müsste ihm schon mal die drei Skills geben. Dann wäre ich eh schon voll. Und ich hätte ihm ehrlich gesagt noch Silber beigebracht. Nee. Die Frage ist, was kostet Tor, wenn ich ein Tor kaufen würde? Aber das ist wahrscheinlich nicht zu leisten, oder? Wird mindestens 100.000 kosten. Wahrscheinlich mal teuerste, oder? Oh, Agafion. Das sind noch Dämonen, die man sich leisten kann. So, wo haben wir es? Sortieren. Preis. Tau. Alter. Ah, 79.000. So, 78.000, ja. Ja, warte mal. Wir machen das jetzt anders. Und zwar... Ja, und fehlen nicht mehr viel Mimant, dann können wir das Upgrade kaufen, dass wir weniger Kosten haben. Warte mal, wir gehen hier mal kurz nach Ziora da hoch, so. Genau dann. Ich hoffe, von da kommen wir hin. Oder wenn nicht, gehen wir da hin. Warte mal, ich muss kurz überlegen. Boah, ich habe keine Ahnung, wie Idun da steht. Gehen wir es da an. Uns fehlen nicht mehr viele Mimans, dann können wir das Upgrade uns holen, dass wir weniger Fusionspunkte brauchen. Also, dass es uns weniger kostet, Leute zu fusionieren. Da haben wir übrigens einen Miman. Und wenn wir das haben, dann ist es im Endeffekt alles kein Problem, weil dann kostet es nur noch so 60.000. 60.000 können wir uns dann schon mal leisten. Ich weiß also, um Gottes Willen nicht, wie ich da hinkommen soll. Es sind so schön viele Orbs und ich komme da einfach nicht hin, weil ich zu doof bin. Jump, Junge! Da ist schon mal ein Mimann, der ich übrigens die ganze Zeit übersehen habe. Aber so. Ist nicht viel. Ich glaube, 300 waren es. Also 30 müssen wir... Also wenn wir einen von den Orbs hier finden würden, dann könnten wir uns gleich das machen, so wie ich es mir vorstelle. Wo bin ich denn hier? Ich will da gar nicht lang! Na, Plan. Zurück warm. kleiner taktischer Rückzug. Drachenlinienreise. So. Also... Ich will jetzt eigentlich auch gar nicht mal so viel Sidequests machen, aber die laden halt einfach immer dazu ein. Wir werden jetzt hier, wie gesagt, auch noch der Amon hier seinen Juwel angeben. Das will ich definitiv noch machen. So, zack. Und dann schauen wir eben mal, was wir noch machen. Aber ich denke dann, wenn wir mal langsam hier ein bisschen auf die Tube drücken. So, ist die jetzt da oben oder? Nö, die ist schon hier. Nö, sie ist nicht hier. Ich hab ehrlich gesagt nicht meine Ahnung, wo ich zu... Ah, da. Warte. Der Bigger so erschreckt, Mann. So. Und so. Oh mein Gott, ich laufe schon wieder planlos in der Gegend rum. Ich laufe schon wieder derbe planlos in der Gegend rum. Hat der Mitama mich gerade angegriffen? Aggressiv wie Mitamas, das habe ich auch noch nie erlebt. Das sieht echt so aus, als wenn sie mich angreifen. Dann trifft er nicht und dann verzieht er sich. So, 20.000 Marker. Hat sich schon mal gelohnt hier. Das war Kavain. Ja, ich mag ihn nicht. Ja. Wir kommen nicht so richtig an unser Ziel weiter. Ich denke, da müssen wir hier irgendwo hochhüpfen. Ach, das ist die dann sagt, ah, du bist runtergefallen. Dann musst du einfach nur zurückgehen. Das sind immer die besten Dämonen, die mal schlau daherreden. So. Hey, wo ist die Lady? Ich check's gerade echt nicht.
Ach so, mir fällt gerade auf, ich bin komplett falsch. Ich bin ja sowas von komplett falsch. Ich muss da hoch. Ich blick das so derbe gerade nicht, wo ich bin. Ich blick das gerade so derbe nicht, Mann. Fakt ist nur, ich bin hier mega falsch. Oh, lass mich mal kurz überlegen. Ich weiß, wo ich hin muss. Ungefähr. Also, und zwar, da gab es ja auch diesen einen Tempel, wo wir gegen den Superengel gekämpft haben. Und da müssen wir uns jetzt hinwarpen. So, warte mal. Nicht der Bahnhof von Tokio. Was ist das für ein Punkt? Das ist Otemachi. Ich glaube, das Otemachi, das ist jetzt fast der bessere Warp-Punkt. Genau. So, und von hier. Da ist der nächste Mimann. Läuft da wie geschmiert. Hä? Ich habe gerade echt keine Ahnung, wo wir sind, Mann. Aber wieso? Warte, 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 warte. Warte, warte. Oh, es war eine gute Idee. Es war eine sehr gute Idee, hinzukommen. Es war eine sehr gute Idee. Komm schon. Also diese blöden Vögel, die mich jetzt alle anhüpfen werden. Weil sie einfach nicht checken, dass ich Level 500 bin. Und sie alle platt machen mit zwei Hieben. Ich schaff's aber nicht mehr zu ihnen. Das merke ich schon. So, aber wir sind hier richtig. Das könnte gut sein. So, also, dann gehen wir nochmal da lang. Wisst ihr, was schwer das, als Idons Quest, Idun zu finden. Das ist echt schwer da. Nein, hier sind wir richtig. So, dann da hoch. Genau, da sind wir mal angelatscht. Und dann da oben war dieser Superengel. Müsst ihr mich echt nerven, liebe Leute. Ich habe echt gesagt, jetzt nicht so richtig hart Lust, gegen Standardgegner zu kämpfen, die ich mit einem Hieb besiegen werde. Aber nun gut, wenn ihr wollt, liebe Leute, ich bin doch voll dabei. Was jetzt echt besser geht, das ist, meine Tau kann euch besiegen, Mann. Nix, bleibt mir übrig von euch, Mann. Okay, und hier müssten wir jetzt richtig sein. Genau. Idun, mein Mädel. Kann das aber früher empfinden? Oh, die Musik ist so süß. Welch eine Ernte. Kein Zweifel, du hast tatsächlich einen Füllhorn beschaffen können. Schließt du dich uns an übrigens? Das wäre ja ganz nett. Was war denn eine Chimäre, einer wilden Kreatur, die einst meinen kleinen Bruder Zeus zurücklässt? Dorthin also muss es sie verschlagen haben. Bitte sag, Maxi, darf ich dir was fragen? Nur um das Land reich und fruchtbar zu machen, opferte ich diese Kreatur allein ihres Horns wegen. Doch was hältst du eigentlich davon, Opfer zu bringen? Also, ich verstehe. Ach, wie schön die Welt doch wäre, würde dies nur möglich sein. Solltest du dir es wirklich so sehr wünschen, so will ich ganz ernst dafür beten, dass sich dein Wunsch bewahrheiten möge. Doch so wie die Dinge derzeit aus diesem Grunde stehen, müssen wir Opfer bringen. Nein, mehr noch. Es wird in jedem Fall zu Opfern kommen, ungedacht an uns handelt. Da sei es unser oberstes Gebot, all jenes zu ehren, was wir darbringen, in ihrem Dankbarkeit zu erweisen. Nie dürfen wir dies vergessen, denn schließlich sind wir es, die das Korn in den Stängel schneiden. Du wunderst dich, ob meine seltsamen Fragen, bitte zu sein, was ich tiefer wäre. Doch deine Antwort schenkt mir ein wenig Frieden. Ich danke dir für alles, was du für mich getan hast. Wäre mir Freude, wenn ich dir in Zukunft ein offenes Ehr für meine Wünsche hättest. Bis dann, liebe und pflege die Knospe des Lebens, die in dir blüht. Ich wünsche dir das Beste. Ich hätte es darauf wetten können, dass sie sich uns anschließt. Ah, okay, noch angefangen. Es handelt sich um Aufgabe für Rühren gegen einen Tyrannen Korn. Vor langer Zeit gab es in Asho ein Geschäft, das Fleisch erntete und reifes Korn im Herbst. Dort hat sich auf dem Dach ein weiterer Tyrann eingerichtet. Was meinst du? Kannst du diesen Tyrann für mich niedermähen? Jo. Ich will, dass sie sich uns anschließt, Mann. Idun ist cool. Idun ist mega cool. Nix gegen meine kleine Idun. Und jetzt können wir den Weg. Ach, Leute, Mann. Okay, wir machen das jetzt so, liebe Leute. In diesem Part werden wir noch Sidequesteln. Ich glaube, da kommen wir nicht vorbei. Ich bin sofort, ich bin gerade hier so versiert darauf, dass die sich hier uns anschließt. Deswegen bleibt mir da nichts anderes übrig. So, also weiß ich noch nicht, wo der Tyrann ist. Und dann beim nächsten Mal, wenn es gut läuft, werden wir dann hier weiterkommen. Also, dahin zurück. Ich hoffe, das klappt jetzt überhaupt, so wie ich mir vorstelle. Ich glaube es nämlich nicht. Hä, wo? Wartet mal, wie komme ich denn da am dümmsten hin? Och, Leute, könnt ihr nicht einfach mal einen leichten Weg machen, wie ich... Könnt ihr denn einfach die Bosse immer direkt daneben klatschen, wo hier...
wo die Feinde sind. Einfach so den Superboss direkt neben dem Speicherpunkt mal hinklatschen. Das würde alles deutlich leichter machen. Also, gehen wir nochmal zurück. Also jetzt entferne ich mich doch ein bisschen arg von unserem eigentlichen Ziel. Ja, okay, aber... Ja, dann müssen wir den Weg landen. Naja, wir hätten uns auch zum anderen Speicherpunkt warpen können, aber das ist, kommt jetzt auf Sabinas. So. Ja, mein Gott. Egal, was für ein Tyrann ist normalerweise. Der letzte Tyrann war jetzt Level 50. Der wird jetzt vielleicht, wenn es hochkommt, Level 60 sein. Von mir kann er sogar Level 70 sein. Muss ich aber ein bisschen mehr mit Yoshi Tsune zerstören. Aber sollte man schaffen. Nee, aber ich bin ja komplett falsch. Ich nehme doch alles zurück, ich bin komplett falsch und ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Leute, Mann, das ist so kacke, Mann, wenn man da in eine Region muss, wo die man ewig lang schon immer erkundet hat, Mann. Aber ich konnte halt diese ganzen Bosse damals noch nicht bekämpfen, als ich 20 Level weniger war. So, da hätte ich hochgehen müssen und da ist der dann irgendwo. Aber frag mich doch jetzt nicht um Gottverrecken, wo ihr wieder hinkommt, Mann. So, so. Mir fällt gerade auf, dass der Speicherpunkt. Hallo, Boss. Du da oben. Leute, ich hätte echt einfach nur, glaube ich, auf den Speicherpunkt gehen müssen. Ach so, doch, ich weiß. Ach, Leute, ich weiß es. Ich weiß, was das ist. Da hockt so ein Dämon. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Und der hat uns immer so beobachtet und immer gesagt, haha, dort warte ich auf dich. Und da hat er die Flammen hat er angeschaut. Ja, das ist ein Meme, Mann. Wieso habe ich den Meme bis jetzt nicht gesehen? Genau. Jetzt erinnere ich mich wieder. Und dann gehen wir jetzt hoch, dann hüpfen uns wieder diese dicke Rabia, was auch immer an. Ja, ganz langsam kommt es wieder. Eigentlich wollte ich doch nur meinen Odin fusionieren. Mehr wollte ich ja eigentlich nicht machen. Also sind wir wieder vom 100. ins 1000. gekommen. Und dann falle ich auch noch runter. Das Leben ist nicht einfach, liebe Leute. Das Leben in dieser Dämonenwelt ist definitiv nicht einfach. Ich will doch nur meine Amazake hier haben und dann vielleicht um ihren Namen lernen, dass ich ihn richtig ausspreche und dann glücklich und in Frieden hier Dämonen zusammenklatschen und fusionieren und auslöschen und wieder gebären und nochmal auslöschen und wieder nochmal neu gebären. Irgendwie ist das ganz schön grausam, was wir hier machen. Aber egal, liebe Leute, das sind wir halt. Also genau. Und da gehen wir jetzt hoch und dann können wir dahinter laufen. Ich kenne das Spiel schon noch. Es ist zwar schon ewig lang her, 100.000 Jahre. Aber ich kenne schon noch halbwegs. Also. Jetzt müssen wir noch schauen, weil da hüpfen wir uns dann gleich jetzt hier die Monster an. Ah, Moloch. Molochs Schwäche ist ein Nuke. Das weiß ich. Es soll ein Tempel des Fleisches werden, gefüllt mit Opfern, die mir gebühren. Oh, bist du aber nett. Du da, du hast Spaß mit der Mühe, dir nachzustellen. Du bist es, der Belfagobe Zwang, habe ich recht? Oh ja, dieser Blicksackers, du bist wie ich einst, ein wilder Prinz. Doch hier und jetzt soll mir das gleich sein. Die stürmische Seele in deinem Inneren hingegen. Sie alleine ist es, die mich interessiert. Meine Aufmerksamkeit ist weg, darum zögere nicht und bring dich mir Moloch als Opfer da. Yo, wenn das ist, was du... Also wenn das die Charaktere sind, die ich jetzt gerade erwarte... Ja, wird jetzt nicht so schwer, auch wenn einer mehr ausgewichen ist, was ich ihm sehr übel nehme. Ich glaube, übrigens mit Lichtattacken könnten wir weit kommen, oder? Naja, weit ist übertrieben, aber passt schon. Kannst bauen, liebe Leute. Nächste Runde mit voll super Damage, ja, komm. Komm, Konter, schade. Ah, abweggesenkt oder was? Aha, sitzt hier schon wieder cool drauf, oder? Oh, macht so Morrigan, oh. Jetzt haben sie jetzt mal getweet. Oh, jetzt sitzt ihr richtig cool drauf, liebe Leute, Mann. Ich würde euch ja fast ernst nehmen, wenn ihr mir nicht einfach 6 Schaden gerade gemacht hättet. Und wenn ich nicht den Move drauf hätte. So. Passt. Wallong. Bigidalion. Oh. Aber zerstörbar, passt. So macht man super Bosse Blattmann, so und nicht anders. So war dir also selbst mit der Macht des Dämonenkopfs nicht beizukommen. Das hat einfach mein Interesse an dir nur noch gestärkt. Doch wisse dies, dein Bezwinger wird einst der wahre König sein, der Herr der Götter. Bis dem Tag setze besser alles daran, an der Seite dieses Nierenscheuses zu überleben.
Reden ja gerade mit dem Nabanio in uns, oder? Muss ich sagen, ich finde es ja immer noch sehr krass. Also im Endeffekt, der Nabanio ist ja im Endeffekt, gibt uns die Möglichkeit, dass wir, also, zumindest so wie ich es verstanden habe, ich hoffe, ihr könnt mich gerne berichtigen. Der Nabanio ist ja mit uns verschmolzen. Das hat dazu geführt, also dass der Nabanio mit seinem wahren Ich, also uns verschmolzen ist. Das ist im Endeffekt diese ultimative Form der ersten Menschen. Das war das, was Gott verhindert hat, dass sowas weiter existiert. Und wo sich viele darüber ja beschweren. Dass die wenigen, die sich eben wieder zusammengespalten haben, ist sowas wie Sakamoto, Nuwe und dieses Wesen, was Gott ist. Und das waren im Endeffekt die Wesen, die das geschafft haben. Alter, ich bin schon beim letzten Mal gegen den gelaufen, Mann. Oh, ist das jetzt lustig, oder? Konter, bitte Konter, bitte Konter. Und bitte Konter wieder, komm. Du sollst einfach nur sehen, wie wehrlos ihr seid, Mann. Ja, mach halt, jetzt komm. Und dann ist es ja im Endeffekt so gewesen, dass wir im Endeffekt auch nur diese Kraft haben, weil wir uns verbunden haben und eben als Nabonier hier ebenfalls Gott werden können. Also diese allmächtige Macht über alles und jedes haben können. Und auch so unsere eigene Welt erschaffen können. Du hast den Totalen besiegt, welche reiche Erde in der Tat. Ein weiter Schritt zu einer furchtbaren blühenden Welt ist getan. So. Oh, brave Valkyrie. Stimmt etwas nicht? Das ist die Mitte, was bei den Tyrannen geschah. Okay. Ich verstehe, die Tyrannen haben mal sein Auge auf dich. Das ist mein Schuss, schließlich war ich es, der dich entsandte. Jedoch liegt es auch im Lauf der Natur, dass eine goldene Ära wie du den Dämonen nicht unbemerkt bleiben würdest. Nun denn, ich würde wohl noch sorgfältiger über dich wachen müssen. Sobald ich Gefahr spüre, werde ich dir informieren. Okay, gut, das heißt dann noch mehr Quest. Schade. Oder ist sie jetzt weg? Okay, dann ist sie weg. Dann werden wir jetzt hier erstmal in die Kadaverkaverne. Naja, in die. Gehen wir erstmal in die Drachenlehnenreise. Komm. So. Und dann hier nach Üna. Ja, wir sind hier schon richtig. So. Und ich fusioniere jetzt, egal was mich kostet, fusioniere ich jetzt einfach mal Odin. Einfach weil der so cool aussieht, Leute. Ich brauche den Typen. Ich finde zwar Thor ist im Endeffekt krasser. Aber Leute, Mann, was soll man machen? Ich mag den Power Ranger unbedingt haben. So, 21, alles geht ja. Den werden wir jetzt gleich bekämpfen müssen. Sonst fällt als jener, der gegen Gott auflehnte. Und so jemanden vertrauen wir. Klar. Also, heilen wir uns kurz. Solange ich euch die Zune habe, ist eh jeder Fight. Also wirklich easy peasy. Es ist halt echt so. Dann registrieren wir unsere Dämonen. So, Chameleon, Dämonenfusion, Spezialfusion und Odin. Ja, wie gesagt, also ich will da möglichst viel Resistenz, also physische Resistenz ist geil. Steige physischen Schaden brauchen wir auch. Ausweichen, okay, das ist auch ein guter Skill. Steckt vor Eisangriffen, will ich auch haben. Aber dann habe ich das Problem, dass ich halt im Endeffekt nicht Siobrian machen kann. Was ist Donner der Wahrheit? Brauche ich nicht. Leute, was sind das für... Es sind echt nicht gut. Steigen elektrischer nah. Also. Ja, aber er ist halt der physische Tank. Also müssen wir nochmal anders machen. Also. Gungia. Spezial. Gewaltiger physischer Schaden. Das ist ein Scheiß-Skill. Also es sind immer alles gute Skills, aber halt nicht so gut. Also. Ich brauche Siobrian. Siobrian ist essentiell wichtig. Dann brauche ich die physische Resistenz, weil wir so viele Gegner physisch haben. Und jetzt ist die Frage, Eisresistenz, was natürlich geil ist, oder stärkerer physischer Schaden? Ich gehe jetzt mehr auf den stärkeren physischen Schaden. So, und schon sind wir Freunde. So, kritische Ärger sollen wir wahrscheinlich nicht machen. Der folgende, ne, Donner der Wahrheit.
2 bis 5 mittlere Elektroschaden bei zufälligen Gegnern. Ja, ist nicht das schlechteste Skill. Gewaltiger physischer Schaden bei einem Gegner gering. Ja, das kann man gleich machen, weil solche Skills mag ich nicht. Wenn es nicht trifft, verliere ich einen Zug. Das dürft ihr nicht vergessen, Mann. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. So, Kompendium ansehen. Ja, aber Ansehen brauche ich auch in der Tor jetzt nicht. Ich meine, er ist zwar gegen alles immun und er drained auch. Ja. Aber ich muss ihn jetzt nicht unbedingt nochmal holen. So. Weil ich meine, ich müsste ihn jetzt eh nach oben erst ziehen. Tut mir leid, Tor. Und jetzt müssen wir eh noch was anderes machen. Und zwar muss ich noch meinen Freund holen, meinen Fionn McCool. Der gammelt ja auch noch irgendwo rum. Ah, ja, Karasu. So. Ich weiß ja nicht, ich mache eigentlich einen Unterschied, wen ich von den Typen mitnehme. Eigentlich nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. So, Hualong, was haben wir hier noch? Mein Mara habe ich schon lange noch mal dabei gehabt. Mein guter Freund, den Mr. Penis. Mr. Penis, es ist wieder an der Zeit, in die Arbeit, für die Arbeit hier hart durch die Gegend zu spritzen. So. Gut, dann gehen wir jetzt zu Ammon. Dann will ich noch hier den Fionn McCool holen. Und dann, denke ich, sind wir auch fertig. Haben wir wirklich einen Großteil der Mission gemacht. Irgendwas mit Ammon und Sarko, denke ich, wird irgendwann noch so kommen. Und ich weiß nicht, ob das Hauptstory ist oder Nebenstory. Bei der ist es immer so ein bisschen undurchsichtig, weil wir hatten sie auch mal in der Nebenstory, wo sie ausgerastet ist. Aber das werden wir sicher gleich erfahren. Also komm, du bist böse. Ich spürte wieder Magazinschwand. Gut gemacht. So gibt mir nur die Flüge so ein Emblem. Nein. Was tust du? Jedes Wappen verliert jegliche Bedeutung, so ist es nicht an meinen Händen ruht. Allein wegen der furchtbaren Musik weiß man schon, dass was Schlimmes passiert. Mein Vertrauen war demnach gerechtfertigt. Nun bin ich zufrieden. Jene Dämonen haben in zweifacher Hinsicht versagt. Um einen missachten sie die Macht der Seelen und unterschätzen den Abonnio. Zum anderen nutzen sie nicht die gesamte Macht der geflügelten Sonne. Ich bin der rechtmäßige Erbe jener königlichen Macht. Sahen wir uns etwa nicht, dass ich allein die geflügelte Sonne zu tragen vermag, diese Narren. Doch nun zu dir, Abonnio. Wenn auch nicht etwas in Betracht zog, dann ist es der Ausmaß der innewohnenden Macht in dir. Jetzt jedoch habe ich es verstanden. Ein Dämon mit Seele kann die eigenen Grenzen überschreiten und sich zu etwas wandeln, das in einer Größe selbst seinem eigenen Namen nutzt. Ich weiß nun, warum es heißt, dass die deinen Legenden neu schreiben verstehen. Du stellst eine Gefahr dar. Sollte ich dich nicht jetzt unternehmen, dann wird dich nur ein weiterer Abonnier aufhalten können. Ich habe geahnt, was passieren würde. Doch ich gab mein Wort und ich werde das Versprechen halten. Sagte ich nicht, sobald ich die Macht zurückerlange, werde ich deine Stärke prüfen und sie dir dann mit meiner vereinen? Nun, ich habe entschieden, dass du nun wahrlich stark genug scheinst. So werdest du gleich deine Macht, der mein Verein, und auf dass du deine für immer von dieser Welt getickt werden möge. Das ist nicht so, dass ich nicht damit gerechnet habe. Also schauen wir erstmal, wie stark er ist. Physisch. Und die critten dann alle nicht, okay, das ist übel. Ja, immer schöner Blitzschaden. Ja gut, jetzt müssen wir schauen, was er für Attack macht. Abwehr gesenkt, toll. Das wird ein Überfight. Also, demnach hätte ich jetzt mal gesagt, seine Schwächen sind Eisattacken. Habe ich irgendwie mit Eisattacken? Das ist meine nächste Frage. Ich glaube nämlich nicht. Also außer meine Charaktere, die weit unten im Level sind, dass sie eine Chance gegen ihn haben. Warte, Anata habe ich doch. Ich habe doch noch Anata, oder? Ja, was anderes bleibt mir leider nicht übrig. So, Yoshitsune bringt mir ausnahmsweise zum allerersten Mal überhaupt, seitdem ich ihn habe, nichts. Deswegen tun wir Mara, würde ich fast rein. Ne, warte mal, tun wir Hulong rein. Hulong ist gegen alles immun, das passt doch. So, und dann machen wir hier einfach mal ein Fernrohr. Um auf Nummer sicher zu gehen. So, Leerklau. Okay, physische Attacken kann er.
Ja. Kann man schon schaffen. Ne. Süß. So, ich denke, wir gehen auf Magetsui nächste Runde. Dann hätte ich aber Glanzbohnen eigentlich aktivieren können, gell? Dann müssen wir noch mal 2 Runden warten. Dann machen wir es nämlich nicht nächste Runde, sondern in der Runde drauf. Bitte, bitte sammle jetzt nicht Magetsui, bitte sammle jetzt nicht Magetsui, bitte sammle jetzt nicht Magetsui, danke. So, sehr schön. Also, dann Matarunda. Schön sein Ding runterhauen. Da machen wir Glanzbohnen. Kostet also mega viel, aber jetzt nächste Runde machen wir so einen super Angriffszug und dann werden wir ihn schon downhauen. Hoffen wir jetzt einfach mal. Letzter Schlag können wir immer ohne Probleme machen. Ah, Feuer drained ja auch natürlich. Ja, ja, ja. Aber komm, letzter Schlag gemacht. Komm, 500 Schaden, passt doch. Problem ist ja, geht es in, wird jetzt mal dazu machen. Bitte sammeln nicht. Bitte, 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 bitte. Ja, nein! Du Penner, Mann. Ach, komm, Mann. Ein Depp, Mann. Super. Ah, gut, mein guter Angriffszug haben wir damit rausgeschmissen. Weg. So. Aber okay. Miggy, du ja, genau. Was sind das für Attacken? So, wenn es jetzt erlaubt ist, bitte versuchen wir es nochmal. Wisst ihr noch die gute alte Zeit, wo ich jeden Gegner, der Eisschwäche hat, einfach mal trätiert habe? Es ist jeder, der Blitz hat, das wird immer von mir vernichtet. Also. So, wir fangen an mit einem schönen Blitzdrachenschlag. Genau, an 900 Schaden. Dann machen wir Megadalion. 900, super, super, super. Megidon, Megidalio, auch 500, sehr schön. Anahita kommt mit dem, genau, Eisanschlag, nicht so stark, aber passt schon. Theoretisch könnte man schon die andere Attacke machen, aber die crittet und dann macht es trotzdem nicht so viel Schaden. So, nochmal Megadalion. Damit hat Rolong übrigens ausgepowert. Megadalion ist halt für so kurze Super-Burst-Angriffe ist halt natürlich optimal, aber für längere Fights eher nicht. Boah, wird das ein nerviger Fight, Mann. Ja gut, kannst du machen. Stört mich ehrlich gesagt aktuell sehr wenig. So, changen. Ich könnte echt King Frost reintun. Ich weiß nicht, wie ich sonst reintun soll. Black Frost. Idun. Auf blöd, keine Ahnung, Mann. Ich weiß eigentlich nicht, was wir tun sollen. Ich meine, Odin kann man auch rein tun, bringt das aber mehr. Ja, wo? Ja. Meistens Blitzattacken. Ja, besser ist nix. Okay, Tor wäre da schon besser gewesen, liebe Leute. Tor wäre da schon viel besser gewesen. So, und dann sind wir momentan ausgedient, dann wechseln wir mit. Ah, und das wird dumm. Das wird dumm. Dann wechseln wir mit Idun dann ein. Auf Wiedersehen, Nanata. Das war mir eine Ehre. So, so, ja, gute Frage. So, was machen wir denn jetzt? Es ist also mega. Ah, warte mal. Wieso bin ich nicht auf die Schritte früher auf die Idee gekommen? Ich hab doch Mara, liebe Leute. Aber starke physische Attacken, Mann. Darf man immer von meinem guten Rhythmus hier weggehen. So. Gungir. Der macht doch Schaden. Was bin ich denn? Was ist denn mit mir los, liebe Leute? So, dann. Wo haben wir es, Idun? So, ich hoffe, wird jetzt nicht wieder Megiddo-Flamme tun, weil dann könnte er meinen Ding töten. Ah, das Defense hat aber klappt. Passt. Und habe ich einen Heal? Ne, ich glaube, ich habe keinen Heal. Doch. Zur Sicherheit. Haben wir Magetsui? Ja, wir haben Magetsui. Okay, passt. Sehr schön. Wir werden ihn in der Runde töten.
Okay, nee, wenn er selbst in sein Magazin gegangen, Modi gegangen wäre. Ansonsten gehen wir hier auf Safe Bet. Also, Gonger. Alter. Ich nehme übrigens zurück, dass ich gesagt habe, dass er nicht überpowered ist. Ich nehme übrigens es sehr zurück, liebe Leute. Es war eine dreiste Unterstellung von mir. Und ich möchte nie wieder sowas sagen. Ah, die andere Attacke wäre schlauer gewesen. Egal, passt. Ah, ich hätte Odin mal angreifen lassen und so. So, Wahnsinnskrallen, Idun, ich hoffe, du lebst noch. Ja, okay, warte, was hast du jetzt gemacht? Ein magisches Schild, oder? Ja, kannst machen. Wenn du meinst, dass es dir dann besser geht. Meine Idun ist trotzdem happy. Ich mach Gungi. Er macht den Höllenstoß. Und dann zum guten Abschluss. Nee, wird nicht lange. Skip. Gungi. Mir fällt auf, ich habe die Attacke noch nie gesehen, weil ich immer die Attacke geskippt hat. So, sehr cool. Passt. Schwerer Fight, aber doch geschafft. King Frost hält fast noch ein neues Level. Sehr cool, Mann. Der braucht ja 1 Million Punkte wahrscheinlich. Es kann nicht sein. Selbst mit der Macht des Sonnengottes blieb mir der Sieg verwehrt. Dann ist es ein Name nie und Macht größer als die des Sonnengottes. Oh nein, ich fürchte, du irrst dich, mein alter Vater. Ah, oh, John! Die Macht der von Re ist groß genug, um den Thron zu besteigen. Denn aber nie hätte niemals gegen dich bestehen dürfen. Doch in Wahrheit bist du einfach nicht fähig, die Geflügel der Sonne zu tragen. Nicht anders als jene alten Götter Persiens. Verdammt, was du ein Tyrann zu sein. Dein wahrer Name Re in Gänze vergessen. Und als der, der du nun bist, bleibt dir die Macht der geflügelten Sonne auf ewig verwehrt. Auch fürchte ich, nicht länger Sohn meines Vaters namens Amun zu sein. So scheint es zu sein, als dann nimm. Yes. Nichts anders als war von Anbeginn mein Ziel. Mir alleine gebührt das Erbe des Namen Marie. Schon so kräftig süß an dem Bild. Vergib mir, Maxi, aber dies gehört nur mir. Aha. Habe ich die Mission eigentlich erfüllt? Kriege ich jetzt eine Belohnung? Das ist aber nett. Okay, liebe Leute, immer noch etwas. Sollen wir uns darüber freuen? Ach, freuen wir uns einfach mal ein bisschen. So, ja, ihr wisst, Magie, Vitalität, alles andere ist unwichtig. So, dann freuen wir uns doch. Asura können wir machen, Mithras können wir machen, Amon können wir machen. Dann haben wir das jetzt auch geschafft. Also, beim nächsten Mal werden wir jetzt endlich mit der Hauptstory weitermachen. Wir haben jetzt hier alles Wichtige, denke ich mal, abgeschlossen. Wir werden jetzt nur noch Fionn holen. Oh, den habe ich leider auf dem Berg vergessen und dann können wir endlich beim nächsten Mal hier mit der Hauptstory weitermachen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.